In diesem Video zeige ich euch den kompletten Disneyland Park. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Video, was ich wahrscheinlich am Ende des Videos bereuen werde. Aber ich dachte, es ist eine gute Idee, ein One-Taker, also das wird tatsächlich, nachdem ich das Intro gefilmt habe, werde ich einmal auf Play drücken, einmal durch den kompletten Park laufen mit euch auf den Hauptwegen und dann am Ende dann hier wieder in der Nähe wieder stoppen. Weil ich dachte, für diejenigen, die noch nie hier waren, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, sich mal einen Eindruck zu verschaffen, wie der Park aussieht, wo sich was befindet, weil auf der App, ja, sieht man das auch. Aber ich finde, so bildlich gesehen ist das immer noch ein bisschen einfacher. Also, wir haben noch Extra Magic aus, das heißt, es ist noch ein bisschen weniger los. Ich werde gleich losstiefeln von hier und euch den kompletten Park zeigen. Wie gesagt, ich bleibe nur auf den Hauptwegen. Die Abkürzungen mache ich vielleicht in einem anderen Video, weil es gibt noch hier und da so kleinere Wege. Ich werde, wie gesagt, nur auf den Hauptwegen bleiben. Ich werde euch zeigen, wo welche Attraktion ist, wo vielleicht welcher Laden ist. Wenn ich jetzt nicht jeden Namen von jedem Laden weiß, tut mir leid. Müsst ihr mir verzeihen. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich hoffe, auch mein Akku hält durch. Also, da sind die Eingänge, da kommt ihr rein und da ist das Disneyland Hotel. Und wenn wir uns umdrehen, habt ihr den Bahnhof hier. Das ist der Disneyland Bahnhof, wo auch die Railroad abfährt. Und aktuell drehen sich halt hier diese Sonnen, ich weiß auch nicht, Blumen, weil es aktuell die Season ist. Das wechselt auch immer je nach Halloween, Christmas Season. Und ja, hier und da müsst ihr euch auch mal umschauen. Wie gesagt, ich versuche euch das ein bisschen zu zeigen, aber wir bleiben auf den Hauptwegen. Dann, wenn ihr hier durchlauft, durch den Bahnhof, hier gibt es nicht so viel. Da kann man sich eine Powerbank ausleihen darunter. Und dann kommen wir auf den Town Square. Warum? Fragt ihr euch, warum stehen die ganzen Leute hier? Die begrüßen alle mich. Nein, leider nicht. Die möchten natürlich Mickey und Minnie sehen, die einen morgens begrüßen. Winken wir einmal. Hallo. Guten Morgen. Oh, love you too. Oh, so cute. Oh. I don't tell Minnie. So cute together. Oh. Ja, da sind die zwei. Laufen wir weiter. Da könnt ihr euren Rollstuhl oder Kinderwagen ausleihen. Da sind Toiletten. Da ist nichts, da ist nur Deko. Dann haben wir auf der linken Seite einmal die City Hall. Da, das ist sozusagen die Information. Da könnt ihr alles Mögliche erfragen, reservieren oder so. Da haben wir auch nochmal Toiletten. Da ist der Storybook Store an der Ecke. Hier ist der Pavillon. Und genau, jetzt sehen wir hier die schönen Blümchen. Ach, ich muss, glaube ich, nochmal mit zu Minnie und Mickey zurück. Kurz. Es tut mir leid. Ich weiß, das soll ein One-Taker werden, aber ich möchte sie doch nochmal heute im Handy filmen. Ich habe nämlich noch keine Möglichkeit gehabt auf diesem Trip. Also müssen wir kurz mal hier. Wir sind gerade so süß am Tanzen. Sie sind schon süß, die zwei. Ich kann nie genug von den beiden bekommen. Und gerade ist auch nicht so viel los. Deswegen, ja, sind die schon sehr interaktiv. Richtig süß, die zwei. Ich könnte die den ganzen Tag beobachten. Ja, okay, genug. Machen wir weiter mit dem, wofür ich eigentlich hier bin. So, also wir haben heute wirklich traumhaftes Wetter für diese Tour. Da sieht alles nochmal viel, viel schöner aus. Also wir haben hier den Town Square mit dem Pavillon, der gerade in weiß gestrichen ist, wegen der Season. Wenn wir dann hier weiterlaufen, haben wir da links, könnt ihr einen Charakter treffen, da ist aktuell Winnie Pooh. Und da startet zum Beispiel die Million Splashes of Color Show. Die läuft hier raus und läuft dann hier Richtung Schloss. Da habt ihr den Ribbons and Bows Head Shop. Da gibt es auch einen Pandora-Laden und so Lounge-Fleiß. Hier habt ihr Floras Boutique.
Da gibt es dann auch immer sehr cooles Merchandise. Und hier ist der größte Shop des Parks, das Emporium. Jetzt laufen wir durch die Main Street. Und hier neben dem Floras Boutique habt ihr noch den Bake Shop. Da kriegt ihr auch was zu snacken, aber auch so Nudeln und so Foodzeug. Dann haben wir den Disney Clausia Laden genau daneben. Die sind alle miteinander verbunden. Und das Gute ist, wenn eine Kasse relativ voll ist, könnt ihr ruhig durch den Laden laufen und zu einer anderen Kasse gehen. Das wissen viele nicht und stehen dann da. Und ich laufe dann immer auch genau bei Main Street Motors. Da gibt es ja Erwachsenenkleidung. Wenn da viel los ist, weil da meistens nur eine Kasse auf ist, geht in den Shop daneben und bezahlt da. Gar kein Problem. Das Emporium ist hier dann zu Ende. Und zur linken Seite, einmal da, den Gang, das ist die Liberty Arcade. Da laufen wir jetzt nicht durch, aber es gibt auf der Seite einmal die Liberty Arcade und auf der anderen Seite, da ums Eck, die Discovery Arcade. Das sind so zwei Wege, auch an der Seite von der Main Street überdacht. Wenn es regnet oder so, kann man dann auch gut durch den Park kommen. Aber wie gesagt, wir nehmen die Abkürzung jetzt nicht oder die anderen Wege. Wir bleiben auf dem Hauptweg. Market House Delhi. Dort gibt es zum Beispiel den bekannten Croque Monsieur, den wir sehr lieben. Walt's Restaurant. Hier zu meiner Linken. Lilly's Boutique. Dort gibt es so Home-Sachen, so Küchensachen und so weiter. Dann haben wir hier das Harringtons. Dort gibt es auch Pandora. Dort gibt es auch Figuren. Dann haben wir hier den Bake Shop. Dort gibt es auch was zu essen, was zu trinken. Vor allem halt so Backwaren. Dann haben wir hier den Disney & Co. Toys & Dolls Laden. Da gibt es halt so Kuscheltiere und Spielzeuge. Und genau, im Bake Shop kann man auch drin sitzen. Also ihr könnt euch draußen was kaufen oder halt auch reinsetzen. Und hier an der Ecke haben wir die Gibson Girls. Dort gibt es meistens Eis. Dann zu der Linken hier haben wir Casey's Corner. Dort gibt es Hot Dogs zum Essen. Und normalerweise kann man hier draußen auch schön sitzen bei Casey's Corner. Das wird aber gerade renoviert. Das bekommt ein Pavillon und wird überdacht. Dann haben wir zur rechten Seite dann noch das Victoria's. Das ist auch so eine Art Café-Restaurant. Dort gibt es immer so Kuchen oder Waffeln. Da kommt gerade Winnie Pooh raus. Seht ihr ihn? Da. Denn dort ist das Plaza Gardens. Da findet aktuell das Frühstück statt. Hier kann man auch ganz schön sitzen. Dann, ja, gibt es normalerweise auch ein Character Meet and Greet auf der linken Seite, wo jetzt der Bauzaun ist. Aber da, wie gesagt, kommt der Pavillon hin. Und ja, laufen wir einfach mal weiter. Genießen die Atmosphäre, weil es noch so schön leer ist. Oh, das ist schön. Das Wetter, das Schloss. Wie schön sieht denn gerade bitte das Schloss aus? Einfach ein Träumchen. Oh. Viele fragen mich auch, wo ich gerne mich aufhalte. Ich halte mich sehr gerne einfach hier auf dem Hub auf irgendeiner Bank und genieße die Atmosphäre, weil es einfach so schön ist, den Leuten noch zuzuschauen. Ja, wie schon gesagt, das ist der Hub, wo auch zum Beispiel die Million Splashes of Color Show gerade stattfindet. Da hat auch Dreamcatcher Brighter stattgefunden. Und ich denke auch mal, die neue Halloween-Parade wird da irgendwie auf den Bühnen stattfinden. Wir gehen jetzt aber nach links in den ersten Themenbereich und zwar ins Frontierland. Der Hub ist, also bei allen Disney-Parks auf der Welt ist es so, das ist das Zentrum und von hier aus kommt ihr in die verschiedenen Länder. Da haben wir das Discoveryland, da haben wir das Fantasyland, durch Schloss kommt ihr auch ins Fantasyland, da kommt ihr ins Adventureland und hier kommt ihr ins Frontierland. Aber wir werden einen anderen Weg durch die, also wir werden jetzt über den Hub nicht mehr laufen, sondern werden andere Wege in die anderen Themenländer nehmen. Die gibt es nämlich auch. Also ihr müsst nicht immer zurück zum Hub laufen, um dann ein Themenland zu wechseln. So, wie gesagt, wir laufen jetzt ins Frontierland, was sozusagen dem Wilden Westen gewidmet ist. Hier seht ihr auch leider aktuell Baustellen. Kann natürlich ändern, wenn ihr das Video in ein, zwei Jahren schaut. So, wir laufen jetzt ins Frontierland. Hier gibt es auch, hier ist es sehr schön. Man muss sich, wie gesagt, auch mal immer umgucken, was es hier so zu entdecken gibt. Hier gibt es so eine kleine Walkthrough-Attraktion, sage ich mal so. Hier kann man dann hier die Treppe links hochgehen. Ist aber gerade noch zu. Aber theoretisch könnt ihr da hochgehen und dann so ein bisschen was erkunden. Lohnt sich auf jeden Fall mal.
zu machen. Haben wir beim letzten Mal für unser Ich bin ein Influencer, holt mich hier raus Video gemacht. Dann sind wir jetzt hier im Frontierland. Und sieht das auch nicht mega schön aus? Jetzt, wir gehen jetzt mal links, obwohl es eigentlich eine Sackgasse ist. Da müssen wir halt wieder zurückgehen. Aber wir gehen jetzt links. Hier haben wir das Lucky Nugget. Ein Restaurant, wo es Burger gibt, auch meistens so an Halloween-Specials und so. Wie gesagt, das ist alles hier dem Wilden Westen gewidmet worden. Ich finde auch gerade so schön, wie im Frühling diese Bäume wachsen. Hier gibt es ein Eishaus. Manchmal haben die Sachen geöffnet, manchmal nicht. Hier haben wir links das Last Chance Café. Wir witzeln immer oft drüber, warum heißt es Last Chance? Man hat immer die letzte Chance, dort zu essen, weil es oft zu hat. Hier haben wir das Riverboat Landing normalerweise, wird aber gerade renoviert. Dort fährt immer dieses große Schiff einmal rund um den See, um den Big Thunder Mountain. Wie gesagt, wird aber gerade renoviert. Aber findet ihr theoretisch hier. Zu meiner Linken habt ihr das Silver Spur Steakhouse. Ein Table Service Restaurant mit verschiedenen Menüs. Ich finde es ganz okay, haut mich aber jetzt nicht um. Dann laufen wir jetzt mal weiter und kommen zu Toiletten. Nein, also ja, hier gibt es auch links Toiletten. Auf meiner linken Seite. Hier kann man oft also Charaktere treffen. Aktuell Mickey im Phantom Manor Outfit, manchmal Pluto im Phantom Manor Outfit, an Halloween Jack Skeleton und Sally. Auch an Weihnachten Jack Skeleton könnt ihr hier treffen. Das seht ihr auch. Um 10 Uhr beginnt es hier. Dann aktuell noch geschlossen, weil ich bin jetzt zur Extra Magic Hour hier. Phantom Manor. Seht ihr hier. Wunderschön. Und wie gesagt, es ist eine Sackgasse, aber ich möchte euch trotzdem noch ein Highlight zeigen, was ihr nicht verpassen solltet. Und dann gehen wir wieder zurück. Währenddessen können wir uns den Big Thunder Mountain anschauen. Eine der beliebtesten Attraktionen hier im Park. Und ich muss es heute tatsächlich auch noch mal fahren. Und es scheint noch gar nicht voll zu sein. Der Wagen ist noch nicht voll. Und ja, hier haben wir das Phantom Manor. Wunderschön. Und was ihr da hinten findet, wenn ihr auch aus dem Phantom Manor rauskommt, aus der Fahrt, den Friedhof. Solltet ihr nicht einfach vorbeilaufen und weiter, sondern solltet ihr euch auch mal die Zeit nehmen und anschauen. Ist einfacher, wenn ihr aus der Attraktion rauskommt. Aber ich laufe jetzt da trotzdem mal hin. Ja, da fährt der Big Thunder Mountain. Oh, ist das schön. So ein morgendlicher Spaziergang durch Disneyland Paris. Ist das schön. Aber sieht wirklich schön aus gerade. Ja, wir laufen weiter und hier seht ihr schon, was ist denn hier passiert? Hat Disneyland Paris nicht richtig aufgeräumt? Warum hängt das hier so schief? Nein, das soll tatsächlich so sein. Das soll zeigen, dass es hier ein Erdbeben stattgefunden hat. Und in dem ganzen Thema vom Phantom Manor, der ganzen Geschichte hier auch vom Thunder Mesa zu huldigen, sozusagen, um es authentisch zu machen, ist das hier alles so aufgebaut worden. Ja, hier habt ihr die Grabstätten vom. Hier ist das. Hier ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Melanie oder das Phantom drin ist. Ich glaube, Melanie, weil man hört manchmal auch ihr Herz schlagen, wenn man genauer hinhört. Dann hier, ich glaube, hier irgendwo liegt das Phantom mit seiner Frau. Ne, hier nicht. Aber ihr seht hier, auch aufgesplittet, gerissen. Ich glaube, hier liegen sie. Ja, Henry Ravenswood liegt hier mit seiner Frau. Genau, also weiter kommt ihr nicht, deswegen sage ich Sackgasse. Und das Boot fährt übrigens hier lang, also hier lang. Und ja, hat man auf jeden Fall schon eine Aussicht. Ich laufe wieder zurück, aber es lohnt sich auch mal hier über den Friedhof zu laufen. Das wissen tatsächlich viele nicht. Deswegen wollte ich euch das auch auf jeden Fall hier zeigen. So, wir laufen weiter. Oder erstmal wieder zurück. Ach, da-dum, da-dum. Ja, wart ihr schon mal im Disneyland Paris? Wenn ja, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wie oft wart ihr schon hier? Was gefällt euch am liebsten? Schreibt mir doch gerne einmal so eure Highlights aus dem Disneyland Paris, was bei eurem Besuch euch am besten gefallen hat. Würde mich mal interessieren während des Videos. Und ja, lasst uns doch mal so ein Community Stories in den Kommentaren zusammenfassen. Finde ich auch immer ganz schön.
das Phantom Manor. Ja, meine Lieblingsattraktion hier im Park, würde ich schon sagen, ist tatsächlich der Big Thunder Mountain. Meine Lieblingsattraktion im kompletten Disneyland Paris ist tatsächlich Tower of Terror. Aber Big Thunder Mountain, auch die beste Version weltweit, muss ich sagen. Ich bin jetzt ja schon einige gefahren und macht einfach mega viel Spaß. Ich muss jetzt auch mal noch mal kurz hier halten, weil das so schön aussieht. Ich muss jetzt mal kurz nochmal ein Video für meine Instagram-Follower machen. Das könnt ihr jetzt auch noch mal kurz genießen hier, weil ja, es sieht einfach so schön aus. Weiter geht die wilde Fahrt, die wilde Tour. Ja, ich muss auf jeden Fall später auch noch mal Big Thunder Mountain fahren für ein anderes Video, was ich hier noch mache. Ja, heute ist Montag übrigens, also ich hoffe, dass auch nicht ganz so viel los sein wird heute, an einem Montag. Und dass ich gut durchkomme. Vielleicht treffe ich später noch den einen oder anderen Charakter. Es ist ja tatsächlich so, viele Charaktere stehen in der App mit Zeiten, aber viele Charaktere kommen random, also ohne, dass man weiß, wo und wann sie kommen. Aber ich kann euch auch während der Tour jetzt auch noch ein paar Spots zeigen, wo ich weiß, dass auf jeden Fall auch mal hier und da Charaktere stehen werden. Aber das ist natürlich immer Surprise, Surprise. Ja, aber ich finde es schön, wie schön diese Bäume hier, wie schön alles aussieht aktuell. Oh. So, wir sind fast wieder da, wo wir hier abgebogen sind. Genau, hier sieht man auch nochmal sehr schön den Big Thunder Mountain. Ich muss jetzt da hinten aber mal kurz lang, weil da noch ein Shop ist, den ich euch zeigen muss. Wir sind ja jetzt hier am Last Chance Café nach links abgebogen. Ich gehe jetzt einmal hier rum und dann laufen wir weiter den Hauptweg entlang, weil hier diese Deko in der Mitte steht. So, hier haben wir einen weiteren Shop, direkt nach vor uns, den Frontier Traders. Der ist aber auch in mehrere Shops, also der fängt hier an und geht bis hinter. Also es sind mehrere Shops auch wieder miteinander verbunden. Es gibt viele verschiedene Sachen, oft an Halloween, Halloween-Sachen gibt es hier oft. Und ja, Küchensachen gibt es hier auch, Phantom Manor Merch. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal da reinzuschauen. Dann haben wir hier die Shooting-Galerie. Das kostet aber Geld. Dort kann man dann auf Ziele schießen. Man gewinnt auch keine Preise, ist einfach nur so für Fun. Just for fun. Wie gesagt, das ist auch noch immer noch derselbe Shop wie vorne. Die gehören alle zusammen. Und hier gibt es die verschiedensten Sachen zu kaufen. Dann laufen wir weiter. Hier ist dann der Ausgang aus dem Big Thunder Mountain. Da. Und da links, rechts daneben, könnt ihr dann eure Fotos anschauen und auf den Fotopass laden. Genau, die während der Fahrt gemacht werden. Ansonsten steht hier noch ein bisschen was an Deko, was sich wirklich lohnt, mal genauer hinzuschauen, wie viel Deko hier eigentlich so verbaut ist für das ganze Thema. Und ja, hier gibt es einen, hier gibt es die Churros. Die muss ich heute auch noch probieren. Churros und so ein Turkey Leg. Gibt es hier am Stand aktuell. Dann Big Thunder Mountain, 5 Minuten Wartezeit. Wow. Also das kommt ihr nur während der Extra Magic Hours oder an sehr, sehr leeren Tagen. Richtig krass. Dann haben wir hier rechts, also ich würde gerne fahren, aber nein, ich habe gesagt, das ist ein One-Taker. dann haben wir hier immer das Casa de Coco. Das schnelle Restaurant, wo es Burritos gibt. Mal eins meiner Favoriten, aber es ist das Thema dort bei dem ist viel gespalten. Den einen schmeckt es, den anderen nicht. So, das ist hier alles noch Big Thunder Mountain Warteschlange. Dann müssen wir gleich da lang abbiegen. Aber wir müssen noch mal kurz weiterlaufen, weil es ist auch wieder so eine Art Sackgasse, was es dort hinten gibt. Dann kommen wir wieder zurück und laufen Richtung Adventureland. Hier gibt es Popcorn. Aktuell noch nicht, aber wahrscheinlich später. Und hier ist der Eingang, der Premier Access Eingang für den Big Thunder Mountain. Wenn ihr so einen Fastpass gebucht habt über die App oder eine Priority Card habt, ist das
euer Eingang. Dann haben wir hier weiter noch hinten das Theater, wo Lion King gespielt wird, wo ihr auch zwei Charaktere meistens treffen könnt. Und es gibt noch einen Spielplatz, der wahrscheinlich aber, also der hat irgendwie gefühlt die meiste Zeit zu. Ich habe den sehr selten offen gesehen bisher, so oft wie ich hier war. Also zur Rechten haben wir einmal das Cowboy Cookout. Das ist auch ein schnelles Restaurant. Da gibt es sowas wie gebratenes Hähnchen, Wurst, so gegrillte Barbecue-Sachen halt. Habt ihr hier. Und das da rechts daneben, hier, da wo die Schirme stehen, da. Dort könnt ihr auch oft einen Charakter antreffen. Meistens Minnie Maus im Cowboy-Outfit, steht nicht in der App. Kommt mal so gegen Mittag. So um die Mittagszeit, dann sollte da vielleicht jemand stehen. Da das Cowboy Cookout und hier kann man Goofy im Cowboy-Outfit antreffen. Der steht aber auch in der App. Oder steht er in der App? Er steht auf jeden Fall hier draußen. Ich glaube, in der App steht er auch nicht. Aber hier draußen stehen auf jeden Fall die Zeiten. Die kann ich euch zeigen. Genau, 10.30 Uhr bis 13 Uhr, 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Dann hier hinten Frontierland Playground mit einem Baustellenzaun. Vielleicht hat es auch nur so im Sommer auf, wenn es wärmer ist und im Winter nicht. Ich habe keine Ahnung, aber gefühlt sehe ich das immer geschlossen. Und ja, da geht es auch nicht weiter. Ich wollte euch noch hier zeigen. Hier gibt es dieses Pin-Trading. Ich weiß nicht, wie genau wie der heißt. Hier gibt es auf jeden Fall Pins und hier findet auch oft Pin-Trading statt und so. Und wenn ihr irgendwelche seltenen Pins sucht, dann solltet ihr auf jeden Fall hierher kommen. Dann hier zur linken Seite gibt es auch nur einen, da gehe ich jetzt nicht komplett hin, weil dort nur das große Theater steht für The Lion King. Also da, wenn ihr da lang geht, da findet die Lion King Show statt. Dort ist auch da ein Eingang für die Railroad. Ich weiß aber aktuell nicht, ob die geöffnet ist. Ja. Also wenn ihr Railroad fahren wollt, würde ich euch immer die Main Street empfehlen. Genau, das ist das Frontierland Theater. Aber auch eine Sackgasse. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter Richtung Adventureland. Das war's jetzt im Frontierland. Also ihr habt zwei Attraktionen, den Big Thunder Mountain und das Phantom Manor. Ihr habt einige Restaurants, schnelles Restaurants und natürlich ganz viele Shops. Und auch das Frontierland Theater, wo die Lion King Show stattfindet. So, wir gehen jetzt hier links Richtung Adventureland. Und dort muss ich erstmal überlegen, wie ich überhaupt laufe. Es gibt hier so viele verschiedene Wege. Und ja, es ist tatsächlich nicht so ganz einfach, so einen straighten Weg zu nehmen. So, ja, das ist der Hauptweg, den nehme ich jetzt. Also hier kann man auch Charaktere antreffen. Die stehen auch, glaube ich, in der App. Es sind meistens so Rafiki, Timon. Ich glaube, an Halloween war hier Chip and Dale im Geister-Outfit. Also die könnt ihr hier treffen. Auch so ein bisschen versteckter. Dann steht hier auch Gratzens Zippendale. Dann zu meiner Linken habt ihr das Colonel Hartys Pizza Outpost. Ein Schnellimbiss-Restaurant, fast so ähnlich wie das Bellanotto vom Menü her. Aber hier gibt es jetzt die Käsenudeln. Die wurden in Bellanotto gestrichen und die gibt es jetzt hier. Ansonsten, hier kann man auch gut draußen sitzen. Ja, Corner Hartys Pizza Outpost. Dann laufen wir mal weiter. Und gehen erstmal links Richtung Indiana Jones. Wenn wir schon mal hier sind. So. So ein morgendlicher Spaziergang wird meine Fitbit auf jeden Fall anzeigen, dass ich Sport gemacht habe. 23 Minuten laufe ich schon hier rum. Ja, hier geht es zu Indiana Jones. Den Weg laufe ich so selten lang, weil ich auch kein Indiana Jones Fan bin von der Achterbahn. Aber ja, die befindet sich theoretisch auch in der Sackgasse. Es gibt da so eine Brücke, wo man auch weiterkommt ins Adventureland. Aber wie gesagt, die nehme ich jetzt nicht. Ich bleibe auf dem Hauptweg. Es gibt immer zwischendurch so kleine Abkürzungen, Wege und so. Und hier ist tatsächlich auch ein Character-Spot. Hier seht ihr schon die Schirme. Ich könnte wetten, dass heute Nachmittag oder heute Mittag da auch ein Character stehen wird. So Schirme sind immer so ein Anzeichen, auch ob ein Character dann kommt oder nicht. Und ja,
Hier steht auch oft ein Carrick. Letztes Mal waren hier Donald und Daisy zum Beispiel. Ja, hier seht ihr jetzt auch so einen kleinen Weg Richtung, das ist glaube ich so eine Abkürzung zum Piratenschiff im Adventureland. Und da in der Nähe ist auch die Figur von Karl und Doc, glaube ich, von oben. Hier gibt es auch nochmal Popcorn. Und gleich sind wir am Indiana Jones. Auch noch 5 Minuten Wartezeit aktuell. Da ist es. Indiana Jones, Le Temple du Peril. Ich mag sie, sie ruckelt halt krass. Deswegen fahre ich sie nicht so gern. Und ja, hier ist der Eingang. Und wie gesagt, auch wieder eine Sackgasse. Deswegen drehen wir wieder um. Aber seht ihr hier. Früher sind wir auch tatsächlich noch mal rückwärts gefahren. Das macht es aber nicht mehr. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück auf dem Hauptweg. Und ihr seht da zum Beispiel auch so eine Hängebrücke, die ich auch nicht gehen werde. Aber das ist auch mal cool, da drüber zu laufen. Da seht ihr so eine kleine Hängebrücke. Ist auf jeden Fall cool. In Adventureland gibt es wirklich viel zu entdecken, auch ohne Attraktion. Die verschiedenen Brücken, die verschiedenen Wege lang zu laufen, zu gucken, wo welcher vielleicht noch so eine Statue, so ein Charakter versteckt ist und so. Also auf jeden Fall immer die Augen aufhalten. Und ja, wir folgen dem Hauptweg. Wie gesagt, da gibt es jetzt links noch so einen kleinen Weg mit Brücke. Wir gehen aber weiter geradeaus wieder zurück Richtung Adventureland, wo es dann eher so arabisch angehaucht ist. 101 Nacht. Oh, mein Rucksack ist auch. Ich habe ja alles jetzt im Rucksack drin, damit ich meine Arme frei habe jetzt zum Film. Und man könnte meinen, ich bin allein im Disneyland. Ich habe es gebucht. Ist keiner hier. Nein, das ist der Vorteil von der Extra Magic Hours. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem Disney Hotel zu übernachten für ein Angebot, dann macht das. Jetzt gab es auch wieder ein gutes Angebot von Travel Circus, unbezahlte Werbung für Oktober. Disney Hotel mit Eintritt, auch Travel Circus Event wieder in den Walt Disney Studios. Also schaut da mal nach. Das lohnt sich. Und wie gesagt, die Extra Magic Hours, das schafft ihr immer so viel. Wenn ihr wirklich Attraktionen schaffen wollt, dann ist das eure Zeit. Und danach könnt ihr immer noch eine Pause machen. Mittags nochmal ins Disney Hotel gehen, Nickerchen machen oder so, weil jetzt kommt der Sommer und wir wissen, im Sommer sind die Tage lang. Erstmal hier nochmal ein Shop, der gerade geschlossen hat. Da gibt es meistens so König der Löwen Merchandise und sowas. Auch Indiana Jones Merchandise. Hier gibt es so einen Cool Post. Hier gibt es aktuell so kleine Waffeln, ja, Getränke, Popcorn Bucket. Ja, die Nächte werden ja jetzt länger, deswegen ist das Feuerwerk jetzt immer um 23 Uhr. Was natürlich super anstrengend ist, wenn ihr morgens zu Extra Magic Hours kommt und bis 23 Uhr komplett durchmachen wollt. Da würde ich euch auf jeden Fall eine Pause im Hotel empfehlen. 3 Tage, also einen Tag könnt ihr das vielleicht machen. 3 Tage lang durchziehen wird schon hart. Ja, hier gibt es auch eine Brücke. Genau, da habt ihr die Karl-Figur, von der ich eben geredet habe. Ich zoome mal ein bisschen ran. Genau, die seht ihr da. Und hier gibt es auch eine Brücke Richtung Adventureland. Wie gesagt, nehmen wir jetzt nicht. Ist aber auch so ein bisschen mehr Hauptweg. Wir gehen aber jetzt außen rum. Weil hier natürlich das meiste auf dem Hauptweg ist, um euch zu zeigen, wo was sich befindet. Einmal hier zur Rechten haben wir das Hakuna Matata Restaurant. Da ist auch ein Schnellimbiss-Restaurant. Mag ich auch ganz gerne. Gibt da so Chicken Stripes und auch so ein bisschen afrikanisch angehaucht. Ich weiß nicht, ob das wirklich afrikanisch ist. Dann da unten das Café de la Brousse. Dort gibt es im Sommer den bekannten Pineapple Whip. Ich weiß nicht, ob es ihn dieses Jahr wieder geben wird. Aber dort gibt es auch richtig leckere Chicken Nuggets, Chicken Bites. Die kann ich wirklich empfehlen. Schmecken echt gut. Vielleicht ist das heute auch eine Sache, die ich heute probieren werde. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Dann ist da noch ein Character-Meeting. Baloo könnt ihr da aktuell treffen. In dieser Hütte. Da in diesem überdachten Dingeling. Da könnt ihr aktuell Baloo treffen.
Dann gehen wir weiter. Wie gesagt, hier gibt es rechts auch noch einen Weg, der ins Frontierland meines Wissens führt. Dahin habt ihr noch die Figur von Zazu und Ka. Heißt die Ka, die Schlange von Dschungelbuch? Da sieht man das ein bisschen. Also wenn ihr da langläuft, hier rechts rum, habe ich auch schon mal Moni Zeig mal gezeigt, dann kommt ihr da zu der Figur. So, hier haben wir einmal den offiziellen Eingang vom Adventureland. Zeige ich euch jetzt noch. Wir gehen aber nicht komplett durch, weil wir wieder weiterlaufen müssen. Aber da kommt ihr zum Hub, zum Schloss. Hier links, ich weiß gar nicht, was das ist. Close, wahrscheinlich ein Shop. Da war ich noch nie drin, glaube ich. Hier gibt es auch einen Shop, der auch gerade noch geschlossen hat. Und dann gibt es hier zur Rechten die Walkthrough-Attraktion, Aladdins Passage. Also da läuft ihr durch und dann könnt ihr so die Geschichte von Aladdin sehen. Oft könnt ihr da auch einen Charakter antreffen, Genie oder Jafar zum Beispiel ganz oft. Wie gesagt, hier auch nochmal der Giraffenshop, nenne ich ihn mal. Und hier habt ihr das Agrabah Café, ein Buffet-Restaurant, all you can eat. Ich mag sehr, ist aber auch sehr umstritten, das Essen, weil es halt natürlich sehr 1000 eine Nacht mit viel Olivenöl, mit Couscous und so Gewürzen gemacht ist. Und wie gesagt, das ist der offizielle Eingang ins Adventureland. Den nehmen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, da würdet ihr dann wieder Richtung Schloss kommen. Und da ist auch oben drüber das Adventureland-Zeichen. Und da sind nochmal Toiletten. Wir laufen weiter. Hier gibt es noch Crepes und sowas. So Stände gibt es ja eigentlich ganz viel. Aber wahrscheinlich heute wird nicht alles geöffnet sein, wenn Montag heute so ruhig ist. Ja, wir laufen weiter. Was könnte ich euch noch erzählen? Extra Magic Hours habe ich euch erzählt. Weiß nicht, was mir gerade. Ich mache das alles spontan, was mir gerade so einfällt. Ja, geht antizyklisch in die Restaurants. Das heißt, nicht unbedingt jetzt um 12, 1 Uhr Mittagessen, sondern geht vielleicht ein bisschen später oder früher, vielleicht um 11:30. Hier ist auch nochmal ein Character Meet aktuell mit Jafar. Der steht meines Wissens auch in der App. Ja, steht auch da. Das ist nochmal so ein Stand. Genau, also versucht antizyklisch essen zu gehen. Dann vermeidet ihr auch lange Schlangen in Restaurants und könnt da auch Zeit sparen. Ihr könnt euch natürlich Snacks mitnehmen. Auch Getränke, nur keine Glasflaschen bitte. Die dürft ihr nicht mitnehmen. Ansonsten könnt ihr Snacks, geschmierte Brote, Sandwiches und sowas alles mitnehmen. Ja, hier geht es auch nochmal rüber ins Adventure Isle. Da gibt es dann auch das Piratenschiff, auch den Baum der Robinsons, glaube ich. Kommt man auch dahin, da bin ich auch ewig nicht hochgestiegen. Da gibt es das Piratenboot und da kommt man auch in die Caves, in die, sagt man, Schlucht? Ich weiß nicht. Ich gehe da gleich rüber. Ich zeige euch noch gerade die Ecke, dann gehe ich wieder zurück. Weil das lohnt sich schon mal, da durchzugehen. Und dann weiß ich ja, wo ich wieder rauskomme. Jetzt zeige ich euch die Ecke. Hier gibt es nicht so viel. Da gibt es eine Raucherecke zum Beispiel. Hier kann man auch oft einen Charakter antreffen. Peter Pan und Wendy. Hook, Mr. Smee. Sowas könnt ihr hier antreffen. Und hier gibt es das Restaurant. Aber ich glaube, hier ist kein Eingang. Kein offizieller Eingang von Chalet de la Marionette Restaurant. Oder wie ich es nenne, das Pinocchio-Restaurant. Ja, ansonsten kommen wir gleich jetzt hier im Fantasyland an. Und hier ist auch nochmal das Restaurant. Aber ich glaube, der offizielle Eingang ist durch das Fantasyland, das ich euch gleich noch zeige. Hier sind auch Schirme, das heißt auch wieder Character Meet. Wir gehen jetzt aber nochmal durch die Brücke. Und dann kommen wir auf der anderen Seite nämlich wieder raus. Und dann gehen wir dann ins Fantasyland. Aber wir gehen erstmal wieder zurück. Ja, ihr seht, es ist nicht so einfach hier sich durchzunavigieren. So, wir laufen weiter. Ich brauche danach erstmal eine Pause. Oh. So. Ansonsten, was auch mal ein guter Tipp ist für Attraktionen, wenn die Parade läuft. Disney Stars und Parade. Dann sind die Wartezeiten auch oft sehr gering. Geringer, weil viele Leute sich die Parade anschauen. Kann ich euch auch noch einen Tipp geben.
ansonsten abends, weil der Park ja jetzt so lange offen hat, auch oft abends so gegen 21, 22 Uhr sind die Wartezeiten dann auch nochmal geringer. Ja, jetzt sind wir hier, den Baum der Familie Robinson. Da kann man auch durchlaufen, ist eine Walkthrough-Attraktion. Mache ich jetzt aber nicht. Genau, da kommt ja das, die Brücke, die wir eben gesehen haben beim Hakuna Matata. Und dann gehen wir jetzt mal hier durch die Caves. Da seht ihr das Piratenschiff. Und hier ist auch ein kleiner Spielplatz für Kinder. Wissen wahrscheinlich auch nicht viele. Ein kleiner Piratenspielplatz und so ein süßes Captain Hook-Bild, wo man Fotos machen kann. So, hier seht ihr auch so eine Map von Adventure Isle. Wie groß und verworren das eigentlich alles ist. Also ja, nehmt euch auf jeden Fall Zeit, hier durchzulaufen. Also da steht noch Point irgendwas, weiß ich nicht. Wir laufen jetzt einmal den zweiten Hauptweg hier lang. In den Caves kann man auch einen Schatz finden. Also wenn ihr die Augen aufhaltet, könnt ihr auch einen Schatz finden. Müsst ihr wahrscheinlich den, weiß nicht, ob man den Hinweisen folgen muss. Ja, steht da. Davy Jones Locker. Da müsst ihr dann langlaufen. Machen wir jetzt nicht, aber da könnt ihr dann Davy Jones Locker finden. Ihr könnt auch zu dem Skull Rock gehen, da könnt ihr da auch Fotos machen. Machen wir jetzt auch nicht, aber es gibt die Möglichkeit. Und wir laufen jetzt hier wieder durch. Und dann sind wir immer noch im Adventureland. Das sieht alles hier so schön aus. Diesen Wasserfall und so. Mit der Sonne. Hier ist so ein kleiner Strand, wo man leider nicht liegen kann. Aber ja. Dann haben wir einmal hier unten das Captain Jacks Restaurant. Hier. Und dann auch da der Exit aus der Pirates-Attraktion inklusive Shop. Gehen wir da runter? Ja, ich gehe mal da runter. Da könnt ihr es besser sehen. Ich mache doch heute ein bisschen mein Fitnessprogramm für den Start der Woche. Ja, Captain Jacks Restaurant. Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen lauter reden, weil die Musik hier von Pirates mag YouTube gar nicht. Deswegen muss ich laut reden, dass YouTube denkt, oh, die Musik ist aber nicht, also mit Geschwafel macht YouTube vielleicht mir einfacher, es zu akzeptieren. Auf jeden Fall habt ihr hier den Ausgang von Pirates, was aktuell noch geschlossen hat, und hier auch den Pirate Shop, wo ihr auch natürlich auch Piratenartikel kaufen könnt. So, wir müssen jetzt hier schnell weg, sonst rede ich mich gleich um Kopf und Kragen wegen dieser Musik. Ja, es ist bei YouTube immer schwierig mit so Filmmusik. Deswegen, auch wenn ich ja manchmal noch andere Musik drunter lege, hoffe ich, stört euch das nicht. Weil, ja, ist natürlich dann blöd. So, wir laufen weiter und dann haben wir die Pirates-Attraktion, die noch aktuell geschlossen hat. Aber hier warten schon die Leute, um sie zu fahren. Hier habt ihr den Eingang. Und das war das Adventureland. Das war alles im Adventureland. Schon ein großer Themenbereich, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zum Fantasyland, dem rosansten Themenbereich, dem Prinzessinnen-Themenbereich, wie man ihn auch immer nennen möchte. Und ja, da kommen wir jetzt hier rein. Dort kommt er natürlich auch über verschiedene Wege, auch über das Hub, wenn ihr durchs Schloss lauft oder auf der rechten Seite. Wir kommen jetzt von hinten vom Adventureland und hier zur linken Seite habt ihr direkt die Peter Pan Attraktion, sehr beliebt, lange Wartezeiten. Hier ist noch nicht der Eingang, das zeige ich euch gleich. Hier haben wir aber den Premier Access Eingang für Peter Pan. Genau, seht ihr hier. Dann ist da auch der Eingang. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wie laufe ich hier am besten durchs Fantasyland. Ist auch nicht so einfach so
straight, sondern es gibt hier und da 25 Minuten für Peter Pan aktuell. Da ist der Eingang. Wir laufen erstmal rechts, dann zeige ich euch den Eingang zu diesem Pinocchio-Restaurant, damit wir das auch schon mal hinter uns haben. Ihr könnt hier, gibt es so eine schöne Brücke. Hier und auch auf der anderen Seite gibt es eine schöne Aussicht. Da. Genau, und hier ist das Pinocchio-Restaurant und ich denke mal der Haupteingang. Hier kann man auch schön draußen sitzen im Sommer. Auf jeden Fall mag ich auch. Kann man auf jeden Fall schon mal drin essen. So, die Frage ist, glaube ich, muss hier ein bisschen kreuz und quer laufen. Wir laufen jetzt erstmal hier kurz weiter. Dann laufen wir links. Ist auch nicht so. Ist alles so ein bisschen kreisförmig gehalten hier im Fantasyland. So, hier rechts haben wir dann die Pinocchio-Attraktion. Die auch noch. Oder hat sie offen? Da kommen auf jeden Fall Leute raus. Vielleicht hat sie offen, nur ist es nichts los. So. Genau, Pinocchio-Attraktion. Direkt daneben habt ihr dann die Schneewittchen. Also hier ist Pinocchio. Hier habt ihr übrigens das Karussell. Direkt in der Mitte. Richtig schön sieht das aus. Dann haben wir hier die Schneewittchen-Attraktion, die aber noch jetzt geschlossen aussieht. Pinocchio sieht offen aus, Schneewittchen nicht. So, Schneewittchen-Attraktion. Dann sind wir jetzt am hinteren Teil des Schlosses angekommen. Hier habt ihr so einen kleinen Prinzessinladen, der noch geschlossen hat. Da gibt es auch oft Prinzessinkleider und Prinzessinaccessoires. Hier hängen schon die Bügel, also die Ständer für die Kleider stehen schon hier. Und da bereite ich schon alles vor. Also hier ist der Prinzessin-Shop. Dann habt ihr hier einmal das Schloss von hinten. Da kann man natürlich durchlaufen, dann kommt ihr zum Hub. Und man kann auch hier rechts gehen. Da gibt es einen Weg, da kommt ihr auch ums Schloss rum. Und da gibt es auch einen Eingang zum Drachen von der Seite. Dann gibt es hier dieses Schwert, wo man Fotos machen kann. Also hier gibt es so viele verschiedene kleine Wege. Oh, würde ich am liebsten euch alles zeigen, aber dann wird das Video 2 Stunden lang. Und total hin und her gelaufen. Hier gibt es auch noch so einen Shop, also das ist der Shop der 3 Feen. Sag ich mal. Und da gibt es auch noch einen Weg runter, so eine kleine Abkürzung ins Fantasyland, wenn man zum Beispiel zu Bella Notte möchte. Und da gibt es auch den Christmas Shop drin. Dann gibt es auch da im. Okay, komm, geh kurz rein. Das kann man sich so schlecht vorstellen. Gehen mal kurz rein. Ja, hi. Hallo. Ja, klar. Jetzt musste ich doch cutten. Ich wusste, dass das passiert. Vielen Dank fürs Ansprechen. Das habe ich jetzt rausgeschnitten. Ja, hier ist der Christmas Shop. Der hat 365 Tage geöffnet und dort gibt es immer Christmas-Sachen. Hier könnt ihr hochgehen, um den Rundgang dieser Dornröschen-Geschichte zu sehen. Also geht ihr die Treppe hoch und dann gibt es da auch so eine kleine Walkthrough-Attraktion, echt schön. Da gibt es auch einen Balkon, wo man eine schöne Aussicht hat auf das Fantasyland daraus. Und hier gibt es den Zauberstab-Shop. Viele wollen immer diesen Zauberstab-Shop sehen. Hier ist gerade super leer. Ich war gestern kurz hier, da war es richtig voll. So, wieder zurück. Ja, ich wollte es nur am Taker machen. Es ist ja im Prinzip, ich habe nicht Pause gedrückt, ich habe es nur kurz rausgeschnitten, den Moment. Naja, ich kann halt schlecht sagen, nee, sorry, ich bin am Filmen, so fies bin ich nicht. Genau, so, hier kann man auch noch mal kurz schönen Blick haben. Dann gehen wir weiter. Übrigens liebe Grüße, falls ihr das Video hier seht. Genau, so, jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, langsam kriege ich Rücken. Ich dachte, oh, es wird so einfach beim Schneiden. Zack, vorne und ein bisschen, hinten ein bisschen fertig geschnitten. Einfachste Video zum Schneiden, liebe ich ja, so One-Taker zu schneiden.
Hier zur Rechten haben wir das Auberge de Cendrillon, das Prinzessinnen-Restaurant, wo ihr mittags und abends mit den Prinzessinnen speisen könnt. Teuer, aber sehr, sehr lecker. Ich kann euch das Beef auf jeden Fall empfehlen. Wo haben wir es? Französische Karte ist schlecht. Hier. Wo haben wir es? Das ist Kids. Da. Beef Casserole. Sehr lecker. Oder haben die das geändert? War da immer Trüffelcremesoße drauf? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Beef war immer sehr, sehr lecker. Dann gehen wir weiter. Hier könnt ihr eure Kinder schminken lassen. Tagsüber. Dann gibt es hier einen schönen Cinderella-Brunnen, der wirklich schön ist. Also wenn ihr hier so in die Richtung guckt, dann könnt ihr auch ein schönes Bild mit dem Schloss machen. Seht ihr hier? Schöne Fotolocation. Dann hier nochmal das Karussell. Hier ist auch nochmal der Merlins Shop, der aber gerade auch renoviert wird. Das ist der mit der Bohnenranke. Das sieht man hier, haben sie wenigstens drauf gemalt. Dann, ja, der Shop ist offen, steht ja da, aber ist gerade Baustelle. Dann gehen wir mal hier kurz hin. Oder? Ne, wir kommen nochmal an Dumbo vorbei. Also da bin ich eben hergekommen. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Dann gibt es hier auch nochmal so einen Store, so einen Shop, so einen Essensshop. Ich weiß gar nicht aktuell, was da gibt. Dann gibt es hier auch so ein Character Meet and Greet, der glaube ich auch nicht in der App steht. Bin mir jetzt aber unsicher. Halloween war hier Maleficent. Ansonsten ist ja auch manchmal die Herzkönigin. Diddle-Di und Diddle-Dum und so weiter. Dann haben wir hier zur Linken einmal die Teetassen, aber hier ist nicht der offizielle Eingang. Der ist auf der anderen Seite, da gehen wir aber auch gleich noch hin. So. Dann haben wir hier It's a Small World. Gehen wir aber gleich nochmal vorbei, weil wir dann da noch Richtung Discoveryland gehen. Aber wir gehen erstmal noch links, weil ich euch noch nicht alles gezeigt habe. Und ja, was ich euch auch nicht zeigen kann, sind die zwei Attraktionen hinten im Fantasyland, weil da auch gerade gebaut wird. Aktuell wird hier sehr viel gebaut. Hier habt ihr den Prinzess-Pavillon und ihr seht, die Leute stehen hier schon, campieren, weil um 10 Uhr der Prinzess-Pavillon aufmacht. Auch sehr beliebt, die Prinzessin zu treffen. Wartezeiten von 60 bis Minuten bis 3 Stunden, alles schon gesehen. Also die stehen hier schon alle. Dann haben wir hier die Mühle, die Old Mill. Und da in der Ecke, da kann man auch oft Charaktere treffen, spontan. Dann haben wir da theoretisch noch Casey Jr. und die Bootsfahrt La Contefant irgendwas. Also Französisch ist nicht so meins, vor allem mit diesem komischen Namen nicht. Die Bötchenfahrt, die wird gerade umgebaut, die bekommt eine neue Thematisierung. Und Casey Jr. auch, also wird renoviert. Deswegen kommen wir da jetzt nicht weiter. Ist aber auch eine Sackgasse. Also man kommt da hinten hin, aber man kommt nicht weiter im Park. Das heißt, man musste eh zurücklaufen. Dann kommen wir weiter. Hier gibt es das Marsch Harry. Diesen Namen. Also auf jeden Fall der Hase von Alice im Wunderland. Gibt es ja auch Ice Cream im Winter. Immer eigentlich. Im Winter und im Sommer gibt es hier Ice Cream. Was eigentlich auch ganz gut schmeckt mit dem Popcorn und so. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kann man hier auch schön sitzen. Dann ist hier der Eingang für das Alice Labyrinth. Und hier auch so eine kleine Fotoecke fürs Alice Labyrinth. Mit Alice. Habt ihr hier so einen kleinen Shop in der Mitte. Wie gesagt, der Eingang für Alice Labyrinth habt ihr hier. Ist auch ganz cool, also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch mal durchzulaufen. Man kann ja auch bis da oben hin laufen und dort auch schöne Fotos machen. Dann hier Dumbo zu meiner Linken. Die Dumbo-Attraktion. Was da schon wieder gebaut wird, keine Ahnung, da ist schon wieder ein Bauzaun. Aber da gab es auch mal einen Weg irgendwie durchs Fantasyland. Ja, hier ist Dumbo, The Flying Elephant.
Und dann sind wir jetzt gleich wieder bei Peter Pan und dann müssen wir wieder zurücklaufen. Es ist alles ein bisschen verwinkelter. Dann haben wir da Meet Mickey Mouse. Mickeys Haus. Ah, der Park hat geöffnet. 9.30 Uhr. Hier könnt ihr Mickey Mouse treffen. Da stehen auch schon die ersten, um Mickey Mouse zu treffen. Dann habt ihr hier Toad's Hall. Auch ein schnelles Restaurant. Dort gibt es Fish and Chips. Und dann sind wir wieder bei Peter Pan. Kann ich auch empfehlen. Fish and Chips ist auch ganz gut. Bin nur nicht der größte Pommes-Fan hier. Und da, wie gesagt, ist wieder Peter Pan. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier zurück. Und während wir jetzt ins Discoveryland laufen, wo es leider keinen so einen Durchgang gibt, das heißt, man muss über das Hub ins Discoveryland laufen. Und das Discoveryland ist auch fast, ja, ne, es ist keine Sackgasse, aber es ist auch so ein bisschen so versteckt, so in der Ecke. Es gibt manchmal einen Durchgang, wenn viel los ist, das zeige ich euch gleich. Aber meistens muss man übers Hub ins Discoveryland, was ich ein bisschen doof finde. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Überlege, spontan. Was gibt es denn noch für Tipps? Ist jetzt doof, ne? Weil ich muss während des Laufen überlegen. Ich habe ja gesagt, ne? Ich mache keine Pause. Ich überlege mal und ihr könnt ja mal hier die Eindrücke auf euch wirken lassen oder vorspulen, keine Ahnung, weil ich muss jetzt halt das Stück wieder zurücklaufen. Ja, was kann ich denn erzählen? Ja, Tipps, zieht euch den passenden Wettersituation an, ne? Schaut euch Wettervorhersage an, wie ist das Wetter gemeldet, kalt, warm, packt einen Regenschirm ein, wenn Regen gemeldet ist, oder ein Poncho, Sonnencreme bei Sonne, ganz wichtig, genug zu trinken, da kann ich euch immer wieder die Filterflasche von Philips empfehlen, habe ich ja schon oft gezeigt, könnt ihr auch unten in der Infobox im Link draufklicken, da spart ihr euch Geld, hier gibt es ja überall auch Wasserbrunnen an den Toiletten und so, und ja, schaut immer, mich fragen auch viele, ja, wie wird das Wetter im Oktober? Es ist immer so schwierig, weil ich kann halt nicht schlecht Vorhersagen machen. Und letztes Jahr im Oktober hatten wir Anfang Oktober 30 Grad und Mitte Oktober minus 6 gefühlt. Also wirklich zum 100. Geburtstag war es echt kalt. Ja, hier habt ihr jetzt das Moorbett und wie schön sieht bitte dieser Garten hier aus. Ich liebe auch Tulpen. Ja, it's a small world. Hat noch zu, glaube ich, ja. Hat noch zu. Oder ist es closed? Also ich weiß nicht, ob es gerade bis 10 Uhr closed ist, aber jetzt hat der Park offen. Oder halt gerade defekt ist. Genau, hier haben wir, wie gesagt, jetzt ist mal, ich glaube, es ist defekt, weil die Kasten immer hier stehen. Dann laufen wir weiter. Ach, noch ein Land, dann habe ich es geschafft. Ist aber schon fast eine Stunde. Ja, hier haben wir theoretisch, manchmal ist das Tor hier offen, dann kann man ins Discoveryland über eine Abkürzung kommen. Ist aber gerade geschlossen und hier kommt auch Disney Stars und Parade raus. Und hier kann man auch Charaktere treffen. Gestern hier haben wir Goofy gesehen und hier ist auch Pinocchio und Geppetto oder einzeln. Und wie gesagt, da kommt Disney Stars und Parade raus und endet aber dann hinten, wo ich euch gezeigt habe, dass Million Splashes of Color beginnt. Pizzeria Bella Notte haben wir hier zur rechten Seite, ein schnelles Restaurant, was Pizza, Pasta und sowas gibt. Mag ich auch, kann man auf jeden Fall essen, die Nudeln oder die Pizza. Ist jetzt nicht überragend, aber wir wissen, dass Disneyland Paris und Essen ist leider nicht so spannend. Thema Essen, ja, es gibt einige Videos, wo ich euch sage, was meine Top 5 Schnellimbiss Restaurants sind, was meine Top 5 generellen Restaurants sind. Schaut da gerne mal vorbei. Aber es ist immer alles Geschmackssache. Wie habe ich ja schon beim Coco gesagt, beim Coco-Restaurant, hier sind übrigens auch Toiletten. Beim Coco-Restaurant gesagt, den einen lieben es, den anderen nicht. Brina hasst es, ich lieb's. So ist es halt. Hier übrigens eine Geschichte. Hier gab es mal einen Bogen drüber. Wurde aber irgendwann abgemacht, weil die Paradewagen immer höher wurden und sonst die Paradewagen nicht mehr durchgepasst hätten.
Fun Fact. So, wir laufen weiter. Und jetzt sind wir eigentlich ja, schon wieder auf The Hub, am Seitenteil von The Hub. Hier haben wir einmal die Castle Stage. Die haben wir da. Da finden oft Shows statt, vor allem an Halloween. Ich weiß nicht, ob an Weihnachten letztes Jahr da eine Show stattgefunden hat. Ich glaube mit den Prinzessinnen, so eine Minishow. Doch, die war hier. Das ist Castle Stage. Und dann hier zur Linken war das alte Jahreskartenbüro. Aber schon ewig konnte man da keine Jahreskarte mehr kaufen. Und es wird jetzt halt für diese Pop-up, Meet Surprise, Pop-up Surprises genutzt, wo man als Jahreskarteninhaber Charaktere treffen kann. Das war jetzt schon zweimal, dieses Jahr einmal, letztes Jahr einmal. Keine Ahnung, wann das nächste stattfindet, aber dann ist es hier. Also wenn die das beibehalten natürlich. Das kann sich natürlich in den nächsten Jahren alles ändern. Ja, hier haben wir wieder das Schloss zur rechten Seite. Man kann ja nie genug Schloss sehen. Und es steht auch Le Théâtre du Château, Royal Castle Stage. Und da ist wieder der Hop. Aber wir müssen ja noch ins Discoveryland. Und da müssen wir einmal jetzt zur Linken gehen, ins Discoveryland. Und das letzte Land, was ich euch zeigen muss. Und dann haben wir es geschafft. Nach über einer Stunde dann. So, Discoveryland. Gibt es auch einige coole Attraktionen. Und solltet ihr auf jeden Fall auch nicht verpassen. Hier zur linken Seite gibt es dann auch direkt einen Shop. Dort findet ihr viele Pixar-Merchandise-Sachen. Buzz Lightyear-Merch, Toy Story, alles Mögliche findet ihr hier im Constellations. Hier ist eine Raucherecke für die Raucher. Genau, da habt ihr noch so einen Food-Stand. Ganz viele Food-Stände hier. Dann habt ihr die Buzz Lightyear-Attraktion hier zur Linken. Im Prinzip sitzt ihr und schießt mit so einer. Macht Spaß, vor allem mit Kids. Ist auf jeden Fall cool. Und direkt daneben ist der Premier Access Pass für Buzz Lightyear. Dann habt ihr hier Orbitron. Fährt gerade nicht, kann ich euch nicht zeigen. Das dreht sich so im Kreis. Ein bisschen wie Dumbo, ein bisschen spektakulärer, glaube ich. Aber auch immer richtig viele Wartezeit, weil die Abfertigung und die Kapazität echt mies sind. Deswegen, ich glaube, jetzt geht's los. Ja. Orbitron. Fahrt halt also so eine kleine Raketen. Dann zur rechten Seite habt ihr Autopia. Mit den Autos könnt ihr hier durchfahren. Genau, seht ihr hier die Attraktion Autopia. Und wir mal noch kurz mal schauen, wie ihr hier durchfliegt. Und dann haben wir hier Hyperspace Mountain, aktuell geschlossen. Wahrscheinlich der technische Defekt, weil der Park hat ja jetzt geöffnet. Genau, den Eingang habt ihr hier. Und der Premier Access Eingang ist da hinten, den zeige ich euch gleich, weil wir jetzt da hinten hingehen. Also hier einmal Hyperspace Mountain. Dann hier das Videopolis. Dort gibt es Burger, also Café Hyperion. Dort ist das Restaurant Café Hyperion mit Burger. Mag ich gar nicht, das Restaurant. Aber im Videopolis finden auch Shows statt, vor allem im Winter. Zu Weihnachten gibt es dort eine Show. Auch sehr wenig Kapazität. Muss man sich früh einstellen für so eine Show. Dann laufen wir weiter durchs Discoveryland. Dann hier ist auch ein Eingang, Videopolis Theater. Dort gibt es meines Wissens auch so einen kleinen Raum, wo man euer Handy laden kann, so ein kleiner Chiller-Raum, Arcade Alpha. Aber bin ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher, ob das noch dort ist. Hier ist der Premier Access Eingang für Hyperspace Mountain. Also die sind nicht immer nebeneinander. Hier an der Seite ist der Eingang, der Premier Access Eingang. Hier habt ihr die Wally und Eve Statue, auch ganz süß. Hier findet auch oft ein Character Meet dran. Hier steht auch Around Europe. Aktuell Minnie Mouse, Daisy und sowas. Und im Winter Santa Claus oder Stitch, je nachdem, wann ihr herkommt. Genau, seht ihr hier.
steht auch in der App. Dann haben wir hier Star Tours. Müsste ich eigentlich mal fahren für die neue Tour. Müsste ich eigentlich auch mal machen heute. Es gibt ja eine neue Szene mit Mandalorian und Ahsoka. Dann gibt es dort den Star Trader Boutique. Ein Shop. Star Wars Merchandise. Hier bei Starport könnt ihr Darth Vader treffen, aber manchmal auch Chewbacca oder Boba Fett. Könnt ihr da. Macht auch um 10 Uhr auf. Also heute ist noch recht wenig los. Mal gucken, was ich heute noch so treiben werde. Dann könnt ihr hier normalerweise Mandalorian treffen. Ich weiß nicht, ob man heute ihn treffen kann. Die Castmember stehen da, aber sonst ist hier keiner. Sehr seltsam irgendwie. Ist heute keiner im Disneyland unterwegs. Auf jeden Fall, ja, laufen wir jetzt hier hinten durch. Hier könnt ihr Mandalorian treffen. Hier gibt es so ein, ich habe gelernt, das ist ein Praxinoskop, glaube ich, heißt das. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Das kann man so drehen und dann... Ich habe nur gerade keine Kraft in meiner linken Hand. Ah, und da ist noch eins. Genau, es gibt zwei. Dann läuft hier Mickeys Filler Magic, die 4D-Show. Auch super zum Entspannen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier ist nie viel Wartezeit. Läuft alle, ich glaube, 10 oder 15 Minuten. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. So, und hier hinten gibt es jetzt nicht ganz so viel. Wir laufen jetzt hier durch. Das ist auch der Ausgang von Hyperspace Mountain. So langsam habe ich Rücken. Puh. Aber ich habe es geschafft. Also das war es jetzt auch schon im Discoveryland. So das meiste. Und irgendwie ist sau wenig los heute. Ja. Haben jetzt 9.41 Uhr. Es gibt noch die Nautilus. Wurde ja auch letztes Jahr, glaube ich, renoviert. Ich war seit der Renovierung noch nicht drin. Habe ich mir gesagt, ja, nach der Renovierung, ja, ich gehe mal rein. Irgendwie ist es auch so eine Walkthrough-Attraktion. Jetzt windig. Mein Hut festhalten. So. Ja, es soll heute Nachmittag windig werden, auf jeden Fall. Ja, hier ist so ein Weg, wo nichts wirklich Spannendes ist. Aber hier gibt es viele Pinke. Ich glaube, hier findet ihr immer Platz. Hier gibt es die Fotos vom Hyperspace Mountain, wenn ihr rauskommt. Also das ist der Ausgang. Und hier gibt es die Fotos, aber da aktuell nicht funktioniert, auch keine Fotos. So, und dann haben wir es jetzt geschafft. Ich gehe noch mit euch auf The Hub und dann beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hilft euch bei eurem nächsten Trip, um mal so einen Einblick über den Park zu bekommen, wo sich was befindet. Ich hoffe, dass sich der Weg, der weite Spaziergang hier gelohnt hat. Ja, ich denke schon. Also für die Walt Disney Studios oder irgendwann Disney Adventure World werde ich das dann machen, wenn die Baustellen sozusagen fast vorbei sind, weil aktuell sieht man wirklich nur Bauzäune in den Walt Disney Studios. Da lohnt sich das nicht. So, hier ist noch der Eingang zu der Nautilus Attraktion. Da ist auch nichts los, also da könnt ihr immer durchgehen. Hat aber aktuell noch zu. Genau, hier ist der Eingang auf der anderen Seite. Und wir kommen dann jetzt wieder zwischen Autopia und Hyperspace wieder raus. So. Ja, das war's. Das war die Tour durch den Disneyland Park. Ich weiß nicht, wollt ihr sowas auch mal durch die Hotels haben? Durch Disney Village? So komplett mal so? Vom Park zu Park, so, ich weiß nicht, was ich noch so Walkthrough-mäßig machen könnte. Dafür brauche ich halt Zeit. Am besten, wenn ich halt alleine bin und es jetzt nicht unbedingt minus 8 Grad ist, weil im Winter ist, glaube ich, sowas echt unangenehm. Ja, so, jetzt habe ich das Mikro verdeckt. Ja, Mikro verdeckt, weil ich meinen Schal so ein bisschen umgeworfen habe. So. Ja, so langsam strömen die Menschen rein. Die wollen, glaube ich, alle zu Hyperspace, welcher aber gerade zu hat.
Das ist halt, schaut immer in der App rein. Das kann ich euch auch noch einen Tipp geben. Schaut in der App, da seht ihr, ob eine Attraktion down ist. Wenn ihr keine Wartezeiten seht, so mit Strich-Strich, oder ich glaube, das ist auch so ein Zeichen dann da, dann ist es gerade down. Das heißt, ja, fährt gerade nicht. Also schaut immer in der App nach, bevor ihr irgendwo hingeht und dann feststellt, oh, die Attraktion hat leider geschlossen, weil Renovierung oder gerade down. Also ja, nutzt die App. Ich werde mich gleich auf eine Bank setzen am Schloss und ein kurzes Päuschen machen, bevor ich dann zum Big Thunder Mountain gehe, um eine Runde damit zu fahren. Und dann gucke ich mal, was denn heute für Charaktere so rumschlappen hier. Wahrscheinlich muss ich nochmal komplett durch den Park schlappen. Also mein Tagesziel von Schritten habe ich heute auf jeden Fall mehr als erfüllt. Ein einstündiger Spaziergang durch das Disneyland Paris. So, da haben wir das Schloss wieder. Und dann sind wir gleich wieder auf The Hop. Übrigens kann ich euch noch zeigen, da ist auch das Plaza Gardens nochmal. Auch ein gutes Buffet-Restaurant. Die stehen jetzt, glaube ich, an für das zweite Frühstück. Also kann ich auch empfehlen, ist ein gutes Restaurant. Ich glaube, da stehen schon die ersten vier Charaktere an. Ja, jetzt sind wir wieder auf The Hop. Übrigens auch einer meiner Lieblingsstände, um Popcorn zu holen. Hier oder auf der anderen Seite, immer wenn für die Heimfahrt dann. So, jetzt beende ich das Video, weil ich wieder auf der Hub bin. Ein letzter Blick aufs Schloss. Ja, das war das Walkthrough-Video. Fast ein One-Taker. Müsst ihr mir verzeihen. ja, es ist eigentlich ein One-Taker. Ich habe keine Pause gemacht. Ich muss nur kurz was wegschneiden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Rundgang. Das Video ist eh schon lang genug. Und ja, wenn euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.